was geht ab YouTube? Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Stranded Deep. Wir sind beim letzten Mal stehen geblieben. Wir haben die Wracks gelootet, wir haben Maschinenteile gefunden und ein Wrack war noch übrig. Und zwar dieses große dort hinten. Und das werde ich mal jetzt in Angriff nehmen. Des Weiteren wollte ich noch testen, ob es möglich ist, Kartoffeln zu kochen. Das werde ich dann nachher auch mal ausprobieren. Aber jetzt erstmal versuchen, dort in das Wrack reinzukommen und natürlich auch wieder rauszukommen. Also ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen und ja, los geht das. In dem Wrack links waren wir ja schon drinne. Komm, lass uns hier rauf. Gibt's da nicht? Nee. Na jetzt, jetzt haben wir's. So, hier kann man eine Luke aufmachen. Da kann man dann runter. Hier ist nichts, aber vorne habe ich eine Kiste gesehen. Hardcase. Eine Flare. So, mal gucken, was unten so drin ist. Auf jeden Fall ein Schrank. Hier hinten noch was. Hier hinten ist auch noch eine Hardcase. Da ist ein großer Stein drin. Okay. Bisschen buggy. Oh, hier, locker. Noch ein Eimer. Und noch ein Propeller. So, Luft holen. Okay, hier sind so viele Steine, dass man das nicht aufmachen kann. Und da hinten ist nichts mehr. Okay. Oh, Skelettarm. Und da ist schon wieder ein Hai. Verscheucht. Ja. Da hat er uns gebissen. Jetzt stirb endlich. So. Da haben wir ihn endlich. Jawohl.
Countdown da oben. Da haben wir den Hai erlegt. Yippie-yay-yay. Noch alles gut. So, diese Folge wird aktuell noch nicht ganz so lang. Wird immer so ein paar Kleinigkeiten zeigen. Nicht, dass man in zwei Videos gleich alles gezeigt hat und es dann langweilig wird. So. Ja, Flair. Ach, wollte ich doch nicht anzünden. Egal. Kann ich damit eigentlich das Feuer anmachen? Nee, ne? Ist jetzt aus? Nee, ist immer noch an. Ach, schade. Naja. Was war hier denn? Nichts. Was wollte ich? Ach ja. So. Eimer. Campfire. Zu dem einen machen wir Salzwasser. Das Salzwasser ist jetzt fertig. Ja, Bucket Fresh Water. Das müsste ich jetzt trinken können. Ups. Ach ne, ich schütte das irgendwie aus. Naja. Also mit dem Fire Spit könnt ihr die Sachen einfach anhängen und dann wird das irgendwann gar. Und da oben fliegt ein Flugzeug. Haben wir jetzt eine Signalpistole?
Abgefallen? Hallo? Was soll das? Tja, wie sieht die Zukunft von Stranded Deep aus? Es soll auf jeden Fall mehr Vegetation geben. Größere Inseln sind geplant. Mehr Flora und Fauna, das heißt auch mehr Tiere. Wie gesagt, der Wal ist schon reingepatcht worden. Und es sollen demnächst auch noch Vögel kommen, Schlangen und Echsen und alles Mögliche. Also die haben echt viel vor mit dem Spiel. Und natürlich sollen da die Umwelteinflüsse wie Wetter und Sonne und soll Einfluss auf den Körper haben. Das heißt, wenn man permanent nassem Wetter ausgesetzt ist, wird man sich erkälten. Genauso wie man in permanenter Sonne sich einen Sonnenbrand holt und so weiter und so weiter. Habe in einer Folge schon gesehen, da ist jemand krank geworden, der hat die ganze Zeit gehustet. Also Krankheiten scheint es schon zu geben. Allerdings hat der auch, ich glaube, 10 rohe Krebse gefressen. Sollte man natürlich nicht tun. So, macht das jetzt Pling oder spawnt das jetzt einfach weg? Da bin ich jetzt mal gespannt. Und die Sonne geht langsam unter. Oh. Cooked Shark Meat Filet. Okay. Nun haben wir den verspeist. Okay, was wollte ich noch machen? Ach ja, Kartoffeln. Und Feuer. Erstmal legen wir ein bisschen Holz nach. Jo, da geht ihr einfach hier ran und drückt die linke Maustaste, dann ist das Feuer wieder voll. Und ich hole uns mal eben ein paar Kartoffeln. Das würde mich jetzt interessieren. So. 1, 2, 3. Ist die Frage, kann ich die schon in den Eimer tun? So, Kartoffel ausrüsten. Nee. Campfire. Geht auch nicht. Ohne Troppen. Wo ist sie hin? Wo sind die Kartoffeln hin? Potato, da.
Es knistert auch nicht. Und in den Eimer rein gehen die auch nicht. Ne. Also Kartoffeln kochen geht nicht. Oh, die Flair brennt immer noch. Brennt die auch unter Wasser? Das mit dem Mond sieht schon nice aus. So. Und jetzt haben wir da Wasser drinne. Sollte eigentlich. So, jetzt ist hier Wasser drin. Jetzt stellen wir den Eimer hier mal hin. Bucket. Nö. Ich muss hier wahrscheinlich in die Hand nehmen. So. So, so, top, top, patsch, patsch, patsch. Und meine Flasche habe ich. So. Bucket Fresh Water. Jetzt könnte ich meine Flasche irgendwo hinlegen und mal gucken, ob ich den Eimer drauf anwenden kann. So. Bleibt doch stehen, scheiß Flasche. Das geht auch nicht. Ah ja, okay.
Die war vorher leer, jetzt ist sie voll. Jetzt kann ich nicht mehr trinken. Jetzt klicke ich hier rauf. Okay, ich müsste es wahrscheinlich wieder abkochen. Das probieren wir nochmal aus. Wir nehmen den Eimer. Wasser rein. Abkochen. Irgendwann müsste auch mal gut sein jetzt. Guck einfach mal. Bucket Fresh Water. So. Jetzt habe ich hier eine gerade Ebene. Ich hocke mich hin mit C und stelle es ab mit Q. So. Bucket Fresh Water. Jetzt nehme ich meine Flasche. Die Flasche ist leer. Ich kann damit nicht trinken. Kann machen, was ich will, kann damit nicht trinken. Jetzt klicke ich hier drauf. Da sehe ich, dass das Wasser weniger wird. Zack, zack, zack. Ein bisschen ist noch drinne. Und jetzt ist die Flasche wieder voll. Es kann nicht trinken. Zweimal, dreimal, dreimal. Oh, das wollte ich nicht. Zack, Bucket Fresh Water. Zack, zack. So, jetzt ist die leer und in der Flasche ist wieder was drin. Zack, okay, das geht. Wenn wir uns noch mal so eine Flosse grillen hier. Und da geht die Sonne schon wieder auf. Dann haben wir die ganze Nacht verbracht mit dem Essen. Wo wir eigentlich hätten schlafen können. Tja, jetzt darf es auch ruhig pling machen. Ja, die Flosse will nicht. Finde vielleicht.
Das ist gar anscheinend. Cooked Shark mit Junk. Okay. Das können wir essen. So, schauen wir mal auf den Wecker. Alles voll. Super. So. Na gut. Wir haben ein Hai erlegt. Wir haben noch was gefunden. Wir haben Wasser abgekocht. Wir haben herausgefunden, dass man Kartoffeln nicht kochen kann, sondern dass man sie roh essen muss. Ja, wie das mit dem Wasser funktioniert. Tralalala. Ich werde mir überlegen, was wir in der nächsten Folge machen. Ich denke mal, wir werden uns ein Floß craften. Und dann werden wir mal so ein bisschen in die Tiefsee gehen. In der Hoffnung, dass wir den Wal finden. Und bedanke mich dann an dieser Stelle recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich habe euch wieder mal ein bisschen was zeigen können, wenn ihr es nicht schon selbst rausgefunden habt. Aber wie gesagt, haut mir doch einiges in die Kommentare rein, wie ihr zu diesem Spiel steht, was ihr davon haltet, ob ihr auch findet, dass das sehr viel Potenzial hat, ob es nun schön aussieht oder für euch schlecht aussieht oder mittelmäßig. Also ich finde es sehr gut. Auch die Wettereffekte, Tag-Nacht-Wechsel, Grafik, finde ich alles Bombe. Auch wenn man jetzt noch nicht so super, super viel machen kann. Also man kann schon einiges machen. Und wie gesagt, die Entwickler haben gesagt, die werden nach und nach jetzt neues Kontingent reinpatchen. Es wird auch Pflanzen geben, die man dann sammeln kann, Kräuter etc. Wie gesagt, neue Tiere werden kommen. Und so weiter und so weiter. Also haut es mir in die Kommentare. Und ja, Daumen hoch wäre natürlich nicht schlecht für das Video. Der hilft mir immer sehr weiter. Und wer es noch nicht getan hat, abonnieren. Und also bleibt mir gewogen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute. Ciao, ciao.